Wie kann ich Platz auf meinem Computer sparen, auf meinem Laufwerk? Wie kann ich Fotos, Bilder, Dateien allgemein verkleinern? All das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Mein Name ist Matilda Fischer, ich bin seit einigen Jahren online unterwegs und mein Hobby ist es, Anleitungsvideos zu machen, Bilder zu bearbeiten und zu erstellen, kleine Videos zu machen und meinen Teampartnern und Freunden dabei zu helfen, sich durch meine Anleitungen etwas leichter im Internet zu bewegen. Fangen wir mal an. Als erstes gehen wir mal in meinen Explorer. Den habe ich hier mal aufgemacht und da sehen wir, das Laufwerk hat noch 82,7 von 237 Gigabyte frei. Das heißt, es wird Zeit, dass wir wieder mal ein bisschen aufräumen. Ab und zu pfeift mal mein Graubabakei mit rein, das lässt sich leider nicht verhindern. Okay, gehen wir hier zu Bilder. Machen wir mal hier meine Adobe-Datei auf, die JPEG und gehen hier in den Ordner Tiere. Und wenn wir mit der Maus hier so drüber fahren und dann sehen wir, wie groß ist es. 1,72 Megabyte. Viel zu groß. Hier auch 2,95 Megabyte. 8,59 Megabyte. Das muss alles gar nicht sein. Das kann man alles umwandeln in kleinere Bilder, in wesentlich kleinere Bilder sogar. Und wie das geht, zeige ich dir jetzt. Fangen wir mal mit dem hier an, mit dem Elefant. 1,72 Megabyte. Mache hier einen Rechtsklick. Bearbeiten. Dann kommen wir hier zu Paint. Und da sehen wir hier eine große weiße Fläche. Und ich dachte früher immer, ist ja gar kein Bild da, aber das Bild ist sehr wohl da. Es ist nur zu groß. Gehen wir hier oben auf Größe ändern. Pixel hier vorne bei Horizontal. Müssen wir auch gucken, Seitenverhältnis beibehalten. Das sollte eingestellt sein. Ich mache das hier mal auf 588 mal 392. Klicke hier auf OK. Jetzt sehen wir auch das komplette Bild. Die Größe ist angemessen. Gehen wir hier auf Datei. Speichern unter JPEG-Bild. Dann einfach auf Speichern. So, und Paint schließe ich dann wieder. Wir sehen jetzt hier die beiden. Das vordere, was noch blau aufzeigt, ist das große Bild. Wenn du dir nicht sicher bist, machst du Rechtsklick, gehst auf Eigenschaften. Dann siehst du hier 1,72 Megabyte. Das ist das große Bild. Das wollen wir nicht mehr haben. Mal Rechtsklick auf Löschen. Und raus ist es. Genau das gleiche machen wir jetzt nochmal mit dem anderen Bild, damit du es nochmal sehen kannst. Das hier hat 2,95 Megabyte. Rechtsklick, bearbeiten, Größe ändern, Pixel. Hier machen 445 mal 225. Okay. Dann hier auf Datei. Speichern unter. JPEG ist immer kleiner als PNG. Und dann gucken, dass wir es auch im gleichen Ordner wieder speichern. Speichern, wieder schließen. Du siehst, wir haben es hier wieder zweimal und das, was hier grau oder wenn ich mit der Maus drüber gehe, in blau leuchtet, ist das große. Das tue ich dann gleich wieder löschen. Und dann haben wir hier das kleine Bild drin. Du siehst, jetzt hat es nur noch 41,2 Kilobyte. Eins machen wir noch. Das hier hat auch 8,59 Megabyte. Das wollen wir natürlich nicht. Wir brauchen Speicherplatz auf unserem PC oder Laptop. Gehen hier auf Bearbeiten. Sehen wir hier gar nichts, weil das Bild zu groß ist. Größe ändern. Pixel. Ich mache 5 vorne die 8 weg. Da haben wir 517 mal 290. Seitenverhältnis beibehalten. Immer angeklickt lassen. Auf OK. Und jetzt haben wir es hier in klein. Auf Datei, Speichern unter, JPEG, Speichern, Paint schließen. Jetzt haben wir es hier wieder doppelt, große, löschen wir wieder, das kleine behalten wir. Zeig's noch mal kurz, Eigenschaften, 8,59 Megabyte, mal löschen. Und das kleine 65,9 Kilobyte nur noch. Dadurch sparen wir jede Menge Speicherplatz auf unserem PC und es ist auch ganz einfach zu machen. Ich mache das dann mit ein paar andere Bilder auch noch, damit ich auch ein bisschen Platz gespart habe.
Du siehst, es geht relativ einfach. Im Anschluss lösche ich dann noch alles aus dem Papierkorb raus. Wie das geht, das weißt du sicherlich. Und wenn das alles erledigt ist, habe ich wieder mehr Platz auf meinem PC. Was natürlich noch viel mehr Platz wegnimmt, sind Videos. Die mache ich dann aber immer auf eine externe Festplatte, damit mir die Festplatte nicht zu schnell zu ist. Weil man hebt ja auch viel auf, ne? Und wenn dir das Video geholfen hat, dann freue ich mich über ein Däumchen unter dem Video. Du kannst auch gerne Vorschläge machen. Was kann ich dir noch zeigen? Was hast du für Fragen? Vielleicht finden wir eine Lösung und ich mache dazu mein nächstes Video. In diesem Sinne, viel Spaß beim Bilder verkleinern und Müll entfernen auf dem PC. Bis dahin, eure Marita. Tschüss.